wunderschönen guten Tag. Heute ist Montag, der 9. August 2021. Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Genau, wir befinden uns hier in Fendels und wir möchten jetzt einmal mit der Sesselbahn auf die Bergstation fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das da sehen könnt. An den Sitzen unten hängt was dran. Das sind so dreirädrige Karts. Und wir wollen mal gucken, ob wir damit nicht wieder den Hang runterfahren können. Emma und ich, wir haben das schon mal gemacht. Da war Emma noch bei mir drauf. Und wir wollen mal gucken, ob Emma sich das diesmal traut, das alleine zu fahren. Weil ich bin nicht ganz sicher, ob wir das zusammen noch machen können. Ob wir da zusammen raufpassen. Deswegen, wir schauen uns das mal hier an. Bergbahn Fendels. Wir sind mit dem Auto hochgefahren, sozusagen zur Mittelstation. Man kann auch von ganz unten mit der Seilbahn hochfahren, mit einer Gondel. Aber wie gesagt, wir haben jetzt mal den halben Weg gespart, sind mit dem Auto hoch und fahren jetzt nur mit dem Sessellift. Also ganz viel Spaß mit diesem neuen Video. Und da kommt so ein Dingen. Und was das Besondere an der Sesselbahn ist, das ist ein Dreier-Sessel. Na, ich glaube, es sind sogar vier. Was? Vier? Wie ich eben gesehen habe. Stimmt, es sind sogar vier. Ne, da sitzen drei und ich glaube, da ist noch ein Platz frei. Oha. Guck mal da. Eins, zwei, drei. Da würden sogar vier hinpassen. Wow, das ist also, damit bin ich noch nie gefahren, ich habe es nur gesehen. Ist cool, ne? Ja. Da hinten kommen gerade welche mit den Karts runter. Mal sehen, ob wir da noch mehr sehen. Guck mal, da oben stehen noch welche. Siehst du, man kann auch mal anhalten. Ja, jetzt fahren sie ganz vorsichtig weiter. Du bestimmst ja dein eigenes Tempo, so schnell wie du möchtest. Guck mal, da sind auch kleine Kinder. Mhm. Ja. Die kriegen da ja auch noch eine Einweisung. Ja, wenn wir ganz lange brauchen, brauchen wir ganz lange. Während der Fahrt würdest du ja dann auch mutiger werden. Ja. Ja, zu Anfang hast du schon ein bisschen Angst. Okay. Gucken wir, ne? Mhm. Eine schöne Landschaft hier. Wie man hier einfach sitzt. Ja. Das ist einfach hellsehnig. Kein Gurt oder so. Ja. Das ist nicht so steil, das ist ein bisschen Riesentempo drauf gerade. Und die flache Stimme. Sieht ja eigentlich ganz einfach aus. Das sieht nicht nur eigentlich so aus, das ist ja nicht schwer. Wie gesagt, du machst ja dein Tempo. Ja. Erstmal werde ich ein bisschen langsam. So, wie sieht es nach hinten aus? Gut sieht es aus. Also heute ist kein Regen. Mhm. Nee, heute gibt es glaube ich, heute Abend soll es vielleicht Gewitter geben können. Ja, aber heute Abend, dann sind wir ja schon wieder zu Hause. Genau. Da nachts kann es ruhig regnen. Ja, oder gewittern, wollte ich eben auch sagen. Boah, der hat das schon ganz schön oft gemacht, glaube ich. Der ist mutig. Ja, der ist mutig. So, jetzt sind wir auch gleich wieder da. Oh, wie klein die Berge schon geworden sind hier. Ja, wir sind schon fast ganz oben. Ja. Ja, sind wir auch, ne? Also zu Fuß könnte man da jetzt hoch. Naja, ist immer noch eine ganze Ecke und da oben zu den Gipfeln. Ja. Da geht man nicht so eben mal hoch. Nee, da geht man halt nicht so eben. Das ist noch eine ganze Ecke. Ja, aber wenn man so den ganzen Tag da verbringen möchte, dann kann man das machen. Ja, und genug Zeit und Kondition. Das ist kein Problem. Seht ihr mal ein kleiner Schwenk oben an der Bergstation von den Fendels. Seilbahnen, hier Sattelklause 1874 Meter. Ist auch total schön angelegt. Hier die schöne Hütte. Wasserspielplätze, da noch ein kleiner See mit dem Boot. Verschiedene Trampoline. Hier so eine Mini-Seilbahn. Ja, das ist schön. Ich glaube,
Wollen wir noch schön baden, ne? Ja. Guck mal, hier kannst du das Wasser hier oben reinmachen mit dem Eimer. Guck mal, das Wasser da. Ist den Eimer mal voll machen? Ne, den Eimer voll machen da. Und dann hier rüber machen. Der muss voll machen. Ja, das dauert noch. Dann läuft das Rad da hinten nämlich bestimmt. Oder auch nicht. Nee, erstmal zumachen. Und ja. dann hoffen, dass das hier über das Brett rüberläuft, oder was? Keine Ahnung. Oh, ist ein schöner Rutschenturm. Mhm. So, wir wollen natürlich gleich wieder die Karts fahren. Dein Unsichtbar. Dein Doppel. Schön sauberes Wasser. Oh, da geht die Rutsche da hinten auch noch weit runter. Mhm. Und hier gleich müssen wir mit den Karts runterfahren. Ja, genau. Rätselweg mit Bibi und Kauni. Tolle Landschaft. Für Kinder hier super. Oder? Mhm. Du bist ja schon fast zu groß, aber für etwas kleinere Kinder. Und für die Erwachsenen hier die Kneipe. Und jetzt gleich. Oh nein, da ist es anstehen. Ja, das überleben wir auch. Ja. So, dann machen wir mal los, ne? Mhm. Und da kommt sie. Sie fährt ganz alleine. Woo! Fahr mal ruhig bis zur Kurve. Super. So, ich habe hier kurz eingeparkt. Das Schwierige ist, wenn man nur an einer Bremse zieht, dann zieht er so doll darüber auf die Seite. Gut, fahren wir weiter. Weil ich ziehe jetzt nur die rechte Bremse und dann will er immer nach rechts ausbrechen. Aber ich bremse die ganze Zeit so ein bisschen, damit ich gar nicht zu schnell werde. Da Emma ist schon rum um die Kurve. Juhu! Fahr mal langsamer! Emmy, stopp! Emma! Stopp einmal! Stopp! Bleib mal stehen! Und wie ist das? Cool. Ich kann nicht so schwer anhalten, weißt du, weil ich nur rechts bremse. Mhm. So, wollen wir da fahren gleich? Mhm. So, warte, ich pack die einmal weg. Und kann man empfehlen, ne? Ja. Unbedingt? Auf jeden Fall. Gut, Emma hat das kleinste Kart, was es gibt. Aber passt gut, oder? Ja. Vielleicht ging sogar eine Nummer größer. Ja. So, wir stehen mitten auf der Strecke, dann müssen wir gleich mal weiter, aber noch kommt keiner. Gut, ich pack mal die GoPro weg, dann fahren wir mal den Rest hier. Tschüss. So, wir sind mit den Karts wieder unten angekommen.
Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Alleine macht es noch mal mehr Spaß, weil da hat man halt die Kontrolle über alles. Das ist... Genau, so damals bist du ja nur mitgefahren, ne? Ja. Wir können doch auch noch die Fotos, die wir gemacht haben, einblenden. Die können wir auch noch einblenden, ja. Ja, das soll unser kleiner Einblick heute gewesen sein, hier von den Bergbahnen Fendels. Genau am Eingang zum Kaunertal und den Mountaincards, die man hier fahren kann. Ja, ein Riesenspaß. Wie gesagt, wir waren jetzt vor mir das hier. Dann kostet eine Fahrt 8 Euro. Und wenn man nach 12 oder 12 Uhr hier ist und fährt, dann kostet eine Fahrt 12 Euro. Genau, das ist schon eine satte Preiserhöhung ab mittags. Aber wie gesagt, wir waren jetzt vor mir das hier, wir hatten uns vorher informiert. Und für 8 Euro ist das ein super Spaß. Am Hochzeiger zum Beispiel, da gibt es auch so eine Mountaincard, da heißen die Zirbencards. Da kostet eine Fahrt immer 10 Euro. Also sozusagen genau die Mitte getroffen. Und meine Güte, ist richtig warm jetzt geworden, ne? Gut, mit diesem Blick hier auf die Sesselbahn und auf Fendels sagen wir das schon wie immer. Wir hoffen, wir sehen uns bei einem unserer weiteren Videos wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und da kommen wir hier runtergefahren. Hier. Die letzte Huckelpiste, ne? Ja, da. Da wurde ich richtig aus dem Sitz geschleudert. Sozusagen. Ja. War auch nur ein kleines Kind. Ja.